Hallo. Ja, guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen zum Zum Wunscherfüllung Wunscherfüllungswebinar. hier in Eberfing Genau. und hier ihr draußen in der Welt. Genau. Ihr wollt was wissen über, wie kann man Wunsch erfüllen. Und das ist der Zweck unseres heutigen Webinars. Genau, mein Name ist Nascha Ambrosch. Mein Name ist Karl Wiesner. Und wir sind ein Paar, verheiratet, Schon 25 Jahre. glücklich, Genau. meistens. Happy Sexy, genau. Relationship. Das haben wir uns gewünscht. Genau, vor allem meine Frau hat sich das gewünscht. Genau. Willst du mal erzählen, wie du das gemacht hast, Schatzi? Ja, gerne. Also es geht vor allem um die Gefühle eines Wunsches. Und ich habe das vollkommen gefühlt, wie sich der Mann oder beziehungsweise wie ich mich fühlen möchte, wenn ich mit diesem Mann, den ich ja damals noch nicht kannte, wie ich mich da fühlen möchte mit diesem Mann. Am Frühstückstisch, im Auto, natürlich auch beim Sex, natürlich auch in ganz normalen Gesprächen. Ja, es geht um das Gefühl. Ich wollte mich natürlich gut fühlen, geborgen, geliebt, angenommen, respektiert. Ja, und 3 Monate habe ich diese Übungen gemacht. Das gibt's, habe ich natürlich ausführlicher noch praktiziert und studiert. Und eines Tages habe ich genau gewusst, jetzt treffe ich den Mann, den ich heiraten werde. Genau, und so ist es auch gekommen. Genau. Und so funktioniert es nicht nur mit dem Traummann, sondern auch vielleicht mit dem Traumhaus und mit den Genau. Traumkindern und alles, was dir wünscht, kann wahr werden, wenn du dazu entsprechend in Harmonie bist, in Resonanz bist und dir das wirklich wünschen kannst, ohne dass irgendwelche negativen Glaubenssätze im Hintergrund dagegen sprechen. Aber lass uns mal kurz in unsere Präsentation einsteigen. Das ist unser erstes Live-Hangout. Hangout. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Jawohl. Da sind wir schon. One second. Irgendwas da. Ist noch nicht da. Okay. Muss man noch üben. Oh, okay. So, Bildschirm freigeben. Ja, wo ist die Präsentation? Jetzt. Ja. Dann. Wow, wir haben es geschafft. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Halleluja! Wow, toll. Okay, also nochmal herzlich Also, willkommen zum Webinar Wunscherfüllung mit Nascha Ambrosch. und Karl Wiesner. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da zuzugucken. Uns zuzuhören. Und wir wollen dir das Beste geben. Unsere Mission ist es, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Genau, deine freudvollen Wünsche. Genau. Alles, was du hier in dem Webinar besprichst mit uns, wird natürlich absolut vertraulich behandelt. Und wir machen auch ein paar Übungen. Dazu brauchst du auch ein bisschen Papier und Bleistift. So, was kannst du in den nächsten 30 Minuten erwarten? Nämlich, was hast du davon, wenn du dich mit Wunscherfüllung beschäftigst? Dann praktische Übungen. Die Erklärung, wie funktioniert Wunscherfüllung und wie kannst du mitmachen, wie kannst du es selbst machen. Genau, und wir stellen noch unser Seminar vor am Ende. Du auch herzlich willkommen bist. Natürlich. So, was bringt dir Wunscherfüllung? Na, erstmal die Fähigkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest. Die Fähigkeit, deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen.
Und letztendlich dann Lebensfreude. Ja, das ist doch das, was wir alle wollen. Glücklich sein, Lebensfreude. Morgens aus dem Bett springen und sagen, super, was für ein toller Tag. Halleluja. Ja? Und dann das unerschütterliche, ruhige Selbstvertrauen, wirklich zu sagen, I love my life. Und das auch wirklich zu fühlen, dass es so ist. Die ganze Zeit. Und dazu brauchst du natürlich Strategien, um mit deinen Gedanken umzugehen. Das, was wir eben schon seit Jahrtausenden gelernt haben, nämlich Meditation. Und darüber hinaus noch wesentlich einfachere Sachen wie Kontemplation oder Visualisierung, um deine Gedanken auf das auszurichten, was du möchtest und nicht auf das, was du nicht möchtest. Wir haben ein ganz spezifisches Mindpower-System entwickelt, wo dich wirklich dabei unterstützt, deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Genau. So, und damit machen wir gleich mal die erste Übung, nämlich, dass du nur mit Gedankenkraft deinen Körper beeinflussen kannst. Sicherlich kennst du ja von den Spitzensportlern die Mentaltrainings, von den Skispringern zum Beispiel, die machen sehr viel Mentaltraining. Was machen die? Die stellen sich ganz genau vor, wie sie da runtersegeln. Und dann werden sie nur durch die Kraft ihrer Gedanken verbessern sie ihren Stil. Oder es gibt so eine andere Geschichte von Leuten, die eine Basketballmannschaft. Genau. Die geübt hat, dass sie die Körbe trifft, dass sie sich da verbessert mit den Körben. Und da haben die Basketballmannschaft geteilt. Der eine Teil hat tatsächlich geworfen und der andere Teil hat nur geübt, sich vorgestellt. Sich nur vorgestellt. Die haben sich nur hingelegt, entspannt und haben sich vorgestellt, wie sie geübt haben. Und das Ergebnis war? Ja, das Ergebnis war, dass die, die sich das nur vorgestellt haben, dass die fast genauso gut waren wie die, die immer geübt haben. Also, schlank decken, sag ich da nur. Genau, und das ist so. Ja. Ja, das ist so. Erst kommen die Gedanken, dann kommen die Gefühle. Und dann passiert was. Genau, dann machen wir was, dann kommt die Action. Dann hast du das Resultat. Und dann kommt das Resultat. So ist es. Wow. Deswegen müssen wir auf alle diese Sachen konzentrieren. Wir müssen schauen, was denken wir, was fühlen wir, was tun wir, und dann haben wir letztendlich das Resultat. Ja, Wunscherfüllung ist nicht schwierig. Aber jetzt denk mal einmal an die mentale Geschichte. Denk an eine Zitrone. Ja? Denk, wie die Zitrone ausschaut. Lass das Bild einer Zitrone vor deinem inneren Auge erscheinen. Ja, so eine schöne, große, gelbe Zitrone. Und dann überleg dir mal, wenn du die angreifst, wenn du die anfühlst, wie sich die anfühlt. Ah, diese glatte Oberfläche mit den leichten Rüttelungen. Ich bin Rüttelungen. Ja immer ein bisschen rau. Ja, mit so kleinen Warzen da drauf. so glänzend glatt. Genau. Und dann stell dir jetzt vor, du schneidest die Zitronen auf und halt beiß rein. Genau. Beiß rein in die Zitronen. Ah, wie fühlt sich das an? Okay, und jetzt fühl mal an, wie sich dein Mund anfühlt. Na? Kannst du schon merken? Hm. Ja, nur nach dieser eine Minute, wo wir uns mit der Zitrone beschäftigt haben, hat dein Körper schon reagiert. Dein Körper reagiert. Nur obwohl du die Zitrone überhaupt keine Zitrone nicht da, ja. Nicht mal das Bild deiner Zitrone ist da. Du hast das nur in deinem Kopf vorgestellt. So stark ist das, ja, das funktioniert. Ja, Mentaltraining funktioniert. Muss man halt nicht mehr drüber diskutieren, das wissen wir alles. Das wisst ihr ja sowieso schon. Aber wir sind dafür da, dass ihr wirklich vorankommt. Mit den Wünschen. Einsetzt, genau. Nicht einfach nur lesen, genau. Sondern tun. Leben. Damit kommen wir zu deinem Leben. Ja, dein Leben. Was willst du in deinem Leben? Willst du mehr Erfolg im Beruf? Willst du mehr Geld? Willst du Glück in der Liebe? Schlank und gesund sein? Alles gleichzeitig. Mehr Freude am Leben, natürlich alles gleichzeitig. Genau. Was sind deine Wünsche? Genau, ja. Schreib deine Wünsche auf. Genau. Es gibt Leute, die sagen, sie haben keine Wünsche, aber das stimmt nicht. Ja, wir sagen oft, wir haben keine Wünsche, weil wir dann eben nicht enttäuscht werden können. Genau. Ja, es kann uns nichts passieren.
Wir sind in der, sozusagen, wisst ihr ja, in der Komfortzone. Genau. Alles läuft, alles ist wunderbar. Aber wir lügen uns jetzt in den Sack, das stimmt nicht. Weil wir wollen ja irgendwie, wir haben Wünsche, wir haben innere Gefühlswünsche, dass wir mutiger sind, dass wir selbstbewusster auftreten. Dass wir Anerkennung bekommen, genau, von anderen Leuten. Wie sagt Anthony so schön, die Sex. Human needs, ja. Sicherheit und Anerkennung. Ja. Dass wir wichtig sind für andere Leute, ja, oder dass wir geliebt werden. Und wenn wir über das hinaus sind, dann geht es auch darum, eben beizutragen im Leben und zu wachsen. Ja. Natürlich haben wir auch materielle Wünsche. Genau. Toller, das ist ja Urlaub, auch in Ordnung, eine Reise. Ja, wieso nicht? Ja. Wir sind Menschen. Ja. Schöne Geld. Ja, ja. Ich wünsche mir zum Beispiel eine schöne Garderobe, Schatzi. Ja, genau. Ich wünsche mir ein geiles Auto. Ja. Da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Nein. Und wir können das ja in unser Leben reinziehen. Aber jetzt erstmal schauen, wie schaut es aus im Leben jetzt? Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und dazu machst du diese Übung Circle of Life. Nimm ein Blatt Papier und zeichne einen Kreis und teile den auf in 5 oder mehr Sektoren. Und schreib dazu jedem Sektor hin, Liebe, Geld, Spiritualität, Beruf und Gesundheit. Und dann fühl an. Fühl das an. Ja, wie schaut es aus mit der Liebe? Ja. Wie erfüllt bist du Welche in der Liebe? Erfüllte Liebesbeziehungen hast du? Hast du das überhaupt? Oder bist du ganz alleine? Wie zufrieden bist du da? Was ist da in deinem Leben? Ja. Dann überleg dir mal, wie viel du, wenn du jetzt 100%, wenn da alles wunderbar ist mit deinen Liebesbeziehungen, dann zeichne den Kreis voll ein und schreib rein 100%. Okay, dann Geld. Ja, hast du genug davon? Oder wie stehst du zu Geld? Oder macht es dir Spaß, mit Geld umzugehen? Und da musst du kämpfen, dass du jeden Monat genügend Geld hast. Genau. Oder kommt es gerade so rein, aber eigentlich willst du ein bisschen mehr haben. Und was machst du dann damit? Gibt oder du hast sehr viel und hast Angst, es wieder zu verlieren. Genau. Wie auch immer, ja, wie du da stehst, überleg dir auch mal das. Und auch da wieder ein Prozentsatz von 0 bis 100 und einzeichnen. So ausmalen. Genau. Den Sektor ausmalen, ausfüllen, ja, so wie so ein Zeichenblatt. Und dann bei Gesundheit, ja, wie schaut es aus mit der Gesundheit? Bist du fit und vital? Bist du wach den ganzen Tag? Ja, bist du stark, muskulös? Sexy, vital. Genau. Wie steht es mit den Atem? Wie steht es mit dem Herzen? Wie steht es mit deinen Gelenken? Genau. Was hast du für Zipperleins? Dann überleg dir. Wie sind die Haare? Genau. Wie ist die Haut? Ja, genau. Ja, die Nägel. Ja, genau. Ja. Wie fühlst du dich? Ja, wie fühlst du dich Körper körperlich? An? Ja. Wenn du dich in den Spiegel schaust, wie gefällst du dir? Ja, gehört auch dazu. Mein, genau. Ja, wie muskulös. Wie muskulös. Und dann überleg dir auch da, wie zufrieden bist du. Ja? Und das gleiche im Beruf. Ja? Machst du das, was du möchtest? Bist du erfüllt mit deinem Beruf? Oder machst du was nur fürs Geld verdienen und freust dich schon am Montag, wenn die Arbeit wieder vorbei ist, wenn wieder Wochenende kommt? Und wie schaut es aus mit Spiritualität? Kennst du das Wort überhaupt? Machst du was für dein höheres Selbst? Lebst du in deinem höheren Selbst? Machst du was für deine Seele? Hast du überhaupt eine Seele? Weißt du, was das ist? Genau. Das höhere Selbst? Tust du eine gewisse Zeit deines Tages dazu aufwenden? Meditierst du oder betest du? Oder denkst einfach dran, an was eben andere Leute auch spirituelle Wesen sind? Was machst du? Gut. Gut, und dann schau mal dieses Rad des Lebens an. Wie rund ist es für dich? Läuft es rund oder hoppelt es irgendwo? Und dann siehst du ja selbst, bei welchem Sektor es am meisten fehlt. Da kannst du anfangen. Da bringt es am meisten für dich. Da, wo es am wenigsten ausgefüllt ist.
Und das bringt dir dann am meisten, wenn du da was tust. Wenn du da anfängst. Und du da schaust, was für Wünsche habe ich denn überhaupt. Ja, also da kannst du auch vom Negativen ausgehen. Also, mit dem bin ich halt nicht zufrieden. Ja, ich bin nicht gesund. Dann, wie soll das... alles Mögliche weh, ne? Genau. So, kann man wie schaut dein Idealzustand aus? Genau. Und dann daraus einen Wunsch zu entwickeln und die wichtigsten Wünsche erstmal anzugehen. Weil wenn man das dann, aus Erfahrung wissen wir das, wenn man das zuerst angeht, wo wirklich das größte Defizit ist, dann geht es auch auf den anderen Bereichen über. Genau. Genau. Deswegen ist diese Übung immer wieder toll. Auch wir machen die immer wieder. Immer wieder. Alle Vierteljahr. Vier Monate, einfach drei gesehen, Monate. Wo stehe ich? Schon jahrelang. Genau. Und es wird immer voller, der Kreis. Das ist so schön. Ja. Ja. Und wir sehen auch, es wächst und wächst. Ja. Ja. Da wird größer, der Kreis. Gut. So, kommen wir zu, wie einfach das Ganze funktioniert. Wenn du jetzt auf dein Leben geschaut hast, dann hast du ja gesehen, welche Resultate hast du in deinem Leben, in den verschiedenen Sektoren deines, wo wir vorhin geschaut haben, in diesem Kreis deines Lebens. Dann siehst du ja, welche Früchte du da geerntet hast. Wenn du dir vorstellst, dieser Baum bist du, ja? Und dieser Baum trägt Früchte. Und du bist zum Teil mit diesen Früchten total zufrieden, aber zum Teil bist du damit nicht zufrieden. Die schmecken nicht, sind nicht groß genug. Klein oder schrumpelig oder was. Ja. Und du fragst dich schon die ganze Zeit, ja, woran liegt's? Und hier ist die Kette, woran es liegt. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, wenn du mit deinen Resultaten nicht zufrieden bist, dann schau mal zurück, ja, was mache ich denn überhaupt, damit ich die Resultate in meinem Leben habe, die ich haben möchte. Und wie fühle ich mich in Bezug auf das, was ich da in meinem Leben habe und wie denke ich darüber, ja, weil so hängt das nämlich zusammen. Gedanken führen zu Gefühlen, Gefühlen führen zu Aktionen und das führt dann zu Resultaten. Wenn du also nicht die Resultate in deinem Leben hast, die du dir wünschst, dann liegt es nicht nur daran, dass du zu wenig dafür tust, sondern es liegt auch daran, dass du dich noch nicht gut damit fühlst und dass du auch negative Gedanken dazu hast. Und das ist die gute Nachricht, das kannst du alles verändern. Ja. Genau. Die Wurzeln kann man pflegen. Du kannst die Wurzeln deines Baumes pflegen. Genau. Du gießt, du düngst. Genau. Du gibst die richtige Erde. Genau. Du sprichst mit den Wurzeln. Genau. Ja. Du schneidest die Wurzeln weg, die nicht gut sind. Und die dann können wieder. Verdotten. Genau. Und dann können wieder neue, frische Wurzeln nachwachsen und dann wächst der Baum wieder und bringt genau die Früchte. Und die Wurzeln, die sind dann so stark in dem Boden, dass sogar das größte Gewitter, der Blitz, der größte Wind, der schmeißt dich nicht um. Da kann kommen, wer will. You love your life. Genau. So wie meine liebe Frau. Okay, somit kommen wir zu dem nächsten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen deinem Denken und dem, was dir passiert? Ja, was sagst du dazu? Und ist alles Energie und mit dir verbunden? Und wenn alles Energie ist, bestehst du dann auch aus dieser Energie? Egal, wie du darüber denkst, mittlerweile ist das alles bewiesen. Ist Physik, ja, ist Metaphysik, es ist alles Schwingung. Du bist Schwingung, ich bin Schwingung, da draußen wir ist Schwingung, wir sind Schwingung. Der Computer ist Schwingung, genau, die Steine sind Schwingung. Und die Schwingung, die du aussendest, das hat was mit deinen Gedanken zu tun. Die Ausstrahlung, die du hast, die geht in Resonanz mit irgendwas, was da draußen ist. Und die Schwingung, die du erzeugst, das sind deine Gedanken, die du zu diesem Wunsch, den du hast, hast. Und das kannst du ändern, ja, indem du dich in diese Erwartungshaltung versetzt, indem du dich freust, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, indem du in die Freude gehst, die zu deinem Wunsch dazugehört. Excitement. Ja. Oh, wow. Ja. Wie eine Party, sage ich immer. Ne? Die Party, man hat zum Beispiel einen Geburtstag oder überhaupt Geburtstag. Man macht eine Party. Ja.
Viele Leute, die haben total Stress mit der Party, die vorzubereiten. Ja? Aber das ist eigentlich die Party. Ja? Die Party ist so schnell vorbei, ja, wie das Essen, das man isst, so schnell vorbei. Aber der Prozess des Kochens, wow, die Party zu organisieren, zu pflegen, ne, das dauert eine Woche, ja, bis man, manchmal zwei, noch länger. Ja, sich darauf zu freuen, toll, klasse, super. Ah, alles schön dekorieren, ah, ne? Genau, und damit sind wir schon in dieser Ausstrahlung, ja, die jetzt die Nascha erzählt hat, diese freudige Erwartung, dass die Party toll sein wird. Ja, die Party wird toll sein. Und dann wird die Party toll sein. Ja, so for sure. Und der Wunsch geht auch in Erfüllung. Und genauso ist es, wenn du dir deinen Traummann wünschst, ja, dann musst du auch in diese Partystimmung kommen können. Ja? Da musst du dir das vorstellen. Oder die Traumfrau. Oder die Traumfrau. Oder das Traumauto. Oder das Traumkind, was immer du dir wünschst. Und jetzt machen wir einen kleinen Blick in dein Hirn, wo du jetzt gerade stehst. Geist, in deinem Geist, in deinem Mind. Nimm dir eine Minute und schließ die Augen und beobachte dein Denken. Was denkst du gerade? Stell dir vor, du hast eine weiße Leinwand in deinem Kopf und da erscheint ein Gedanke nach dem anderen. Was siehst du, hörst du und spürst du jetzt? Okay. Wunderbar. Und was hast du gedacht? Schreibe es auf. Schreibe es auf. Überleg dir, ob das ist, was du denken wolltest. Und wenn ob das etwas ist, was dir zufällig in den Kopf geht. Ja, und wenn es genau ist, was du denken wolltest, umso besser. Ja, dann bist du schon auf dem richtigen Wege. Ja? Genau. Und wenn es etwas ist, was du nicht denken wolltest, umso besser. Weil das ist ja jetzt klar, dass du was gedacht hast, was du nicht denken wolltest. Ja, oder was einfach unkontrolliert irgendwie in dein Gehirn da reinkommt, ja, so. Von irgendwo her. Ja. Egal woher. Ja. Genau, und das zu verändern, das lernen wir im Wunscherfüllungsseminar. Ja, das und es auch bewusst zu denken. Bewusst wahrzunehmen. Ja. Bewusst wahrzunehmen und auch bewusst die Gedanken zu wählen. Ja, die dir, mir, uns allen angenehm sind. Genau. Ja? Und der wichtigste Gedanke, den wir wählen wollen, ist der: Ich habe die Power und die Fähigkeit, durch meine Gedanken mein Leben zu gestalten. Genau. Das einfach jeden Tag zu denken. Wenn du am Morgen aufstehst, dass du zu dir selbst sagst: Ich habe die Power und die Fähigkeit, durch meine Gedanken mein Leben zu gestalten. Denn was du heute denkst, ist morgen deine Realität. Das ist einer der wichtigsten Sätze, und wenn du das wirklich hundertprozentig unterschreiben kannst, dann hast du die Power, deine Wünsche zu erfüllen. Genau. Okay, und damit kommen wir zu den drei Gesetzen der Wunscherfüllung aus dem Buch Wünschen und Bekommen von Esther und Jerry Hicks. Und es ist relativ einfach. Es gibt nämlich nur drei Schritte. Der erste Schritt ist, dass du deinen Wunsch äußerst. Das heißt, du musst wissen, was du willst und nicht, was du nicht willst. Und du solltest auch ziemlich genau wissen, was du willst. Und du solltest es mit Gefühl wissen. Das ist das große Keyword, ja. Versetz dich da rein, ja. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt schlank geworden bist oder was auch immer dein Wunsch ist? Wie fühlst du dich, wenn du in dem neuen Auto sitzt? Wie fühlst du dich? Ich finde es nie so super gut, nur zu sagen, ich habe jetzt 1 Million Euro auf dem Konto. Das ist schwer, das anzufühlen.
Man hat ein kurzes Excitement, das ist ganz super, aber viel besser ist es wirklich, was ganz Spezifisches zu nehmen. Wie fühle ich mich, wenn ich selbstbewusst vor den Leuten stehe und sprechen kann? Genau. Also deine Gefühle. Und es müssen positive Gefühle sein. Es müssen freudvolle Gefühle sein. Ja. Und dann kannst du natürlich jeden Tag an deinen Wunsch denken und dann bist du sofort wieder in der Freude. Und das meinen wir mit freudvoller Wunscherfüllung, dass du einfach diese Vorfreude die ganze Zeit spürst, egal ob der Wunsch sich morgen schon erfüllt oder erst in einem Jahr. Ja. Okay, das ist dein erster Punkt, du äußerst deinen Wunsch. Zweiter Punkt ist, dass der Wunsch vom Universum erfüllt wird, egal ob du dran glaubst oder nicht. Und der dritte Punkt ist, dass du deinen Wunsch erfüllst, dass du ihn empfängst. Und da geht es jetzt wieder darum, dass du dazu bereit bist, dass du dazu nur positive, dass du in Resonanz bist, also, dass du ja, dich da reinversetzen kannst. Es ist sogar so, du spürst es. Jetzt ist es soweit. Genau. Du spürst es richtig, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit und dann kommt der Mann und dann kommt die Frau und dann verlierst du 10 Kilo in relativ kurzer Zeit, weil du genau die richtigen Sachen zu dir nimmst, die für dich gut sind. Und das fällt dir überhaupt nicht schwer. Ja, das ist halt fantastisch. Das ist ein Piece of Cake für dich. Ja. Warum? Weil du überhaupt keine Blockaden mehr gegen den Wunsch hast. Genau. Das Einzige, was uns daran hindert, die Wünsche in Erfüllung zu gehen zu lassen, genau, ist der Zweifel. Ich schaffe das nicht, genau. Das geht nicht, aber es quatschen die, ne, negative Glaubenssätze. Also wie zum Beispiel, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ne, ich schaffe das nicht, weil ich kann das, ich habe es ja schon so oft probiert. Ja. Ne? Mei, also da könnten wir uns jetzt auslassen, das weißt du viel besser. Ja. Du kennst deine Blockaden. Genau, besser wie wir die kennen. Genau. Aber wir können dir helfen, die Blockaden zu lösen. Das ist genau der Punkt. Und damit wollen wir jetzt gleich mal anfangen. Wir haben da nämlich eine schöne Übung vorbereitet. Sie heißt der Wunschzettel. Es ist die Wunschurkunde. Das ist in Wirklichkeit. Das musst du wegstreichen. Das ist die Wunschurkunde. Mein Mann hat es noch nicht ausgebessert, der Karl. Ne? Und es geht zuerst darum, dass du dir überlegst, das Was und das Warum. Also genau. Noch einmal, du nimmst dir einen Zettel. Nein, die Wunschurkunde nimmst du dir. Ein leeres Blatt Papier. Ja. Mindestens A4 groß, noch besser A3 groß, ja, wirklich ein großes, schönes Blatt Papier. Und dann fängst du an und schreibst, ich beabsichtige, und dann schreibst du deinen Wunsch. Ja. Ich beabsichtige, das oder jenes in mein Leben einzuladen. Ja. Und dann beschreibst du das in aller Deutlichkeit, ganz genau, und wieder mit viel Gefühl. Ja. Wie fühle ich mich, mein Kleiderschrank, wenn mir alle Klamotten wieder passen? Wie fühle ich mich, wenn ich mit dem Mann, den ich treffen werde, am Frühstückstisch sitze? Wie fühlt es sich an, wenn ich den Schlüssel in das Schloss von meinem neuen, sagen wir mal, einen Porsche, ne? Könnte ja sein, reinsteck und ich höre den Motor, wie fühle ich mich? Ja. Genau, das ist der Punkt 2. That's so important. Genau, ja. Das ist der Punkt 2 und das ist der wichtigste Punkt. Ja. Diese ganzen positiven Gefühle, die mit deinem Wunsch verbunden sind. Und sei mutig, ja. Sei nicht miserly, sei nicht Geizkragen, ja. So. Geh in die Vollen, ja. Sei ehrlich zu dir. Geh wirklich richtig rein in die Gefühle. Tanz auf dem Tisch. Ja, genau. Gut. Und dazu brauchst du eine gewisse Zeit. Lass dir die Zeit, ja. Geh einen Tag damit schwanger und nimm dann die Wunscherkunde überall hin mit und schreib das auf, was dir einfällt. Und vor allem geh in diese Gefühle rein, die dir dazu kommen. Ja, in diese positiven Gefühle. Erlaub dir das, dich zu freuen. Ja, erlaub dir das, dich zu freuen. Ja. Das ist so wichtig. Das ist das Allerwichtigste im Ganzen, die Freude.
Und dann, wenn du das hast, drehst du den Wunschekunde um und dann geht es ums Zulassen. Und dann schreibst du drauf, aus folgenden Gründen weiß ich, dass ich den Wunsch bekommen kann. Ja, weil ich dazu bereit bin, weil ich alles kann, was ich dazu brauche, weil ich genügend Geld habe, weil ich weiß, wie man mit Frauen umgeht. Und alle möglichen Gründe, weil ich schon öfters mal ausprobiert habe, schon kann auch weil andere war. Das auch haben. Genau. Und wenn andere das können, kann ich das auch. Oder ich hatte es schon mal. Ich kann das noch lernen. Genau. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und darum geht es, dass du bereit bist. Und das schreibst du da drauf. Alle diese Gründe, die beweisen, dass du bereit bist. Und dann faltest du den Zettel zusammen, Urkunde. Stopp. Und dann fühlst du das wieder. Genau, ganz wichtig. Danke, Nascha. Immer wieder ins Gefühl rein. Ganz, ganz wichtig. Genau, und dann nimmst du diese Urkunde, faltest die oder nimmst die mit, steckst in deine Aktentasche, wenn du eine hast. Aktentasche. In deine Handtasche. In deine Handtasche, wenn du eine Frau bist. Es ist ganz wichtig, dass es nicht nur in deinem Computer ist, sondern dass es wirklich ein Stück Papier ist, das du angreifen kannst. Ja. Weil dann sagen wir wieder, warum? Im Gefühl. Ja? Genau. Dann, wenn du Kaffee trinken gehst, ziehst du die Wunschurkunde raus, schlürfst ganz genüsslich deinen Kaffee, liest deinen Wunsch durch und fühlst es. Mei, stell und dir vor. Damit sendest du das aus ans Universum und teilst dem Universum mit. Das genau, liebes Universum, möchte ich haben. Oder etwas Besseres zum Wohle aller Beteiligten. Mhm. Genau, darum geht es. Diese Schwingung, ne, diese Schwingung zu erzeugen. Das erzeugst du mit dieser einfachen Übung der Wunschbekommung. Und bevor du dann am Abend einschläfst, du weißt schon, was jetzt kommt. Zettel raus. Wunschurkunde raus, durchlesen, anfühlen, einschlafen. Genau, mit diesem positiven Gefühl. Fantastisch. Wunderbar. Gut, ja, viel Erfolg damit. Bin sicher, dass sich auf diese Weise schon der eine oder andere Wunsch bei dir erfüllen wird. Wenn du Lust hast. Nee, wenn du das Bedürfnis hast. Wenn du das gerne machst, mit anderen Leuten gemeinsam. Jetzt hast du uns gehört, wie wir uns anfühlen, wie wir unsere Stimmen, ja. Unsere Schwingungen, genau. Wir machen am 15.11.2014 im Gasthof zur Post in Iverfing ein Wochenende, wo es nur um die Wunscherfüllung geht. Sind nicht viele Leute da, wir machen es nur für 10 Personen. Genau, wir wollen wirklich eine ganz kleine Gruppe haben, wo wir wirklich ganz intensiv mit allen von euch arbeiten können. Und genau, normalerweise sind die 3 Webinare nicht dabei. Wir haben uns gedacht, es gibt noch 3 Webinare. Es gibt nur als Bonus noch 3 Webinare zur Nachbearbeitung, so dass du wirklich dann, wenn du rausgehst aus dem Seminar, auch noch die Gewissheit hast, dass da die Schwingung noch weitergeht. Ja. Kostet normalerweise 150, gibt es hier gratis. Und das Wunscherfüllungsworkshop kostet normal 240 Euro. Wenn du bis zum 30.09. buchst, kriegst du einen Frühbucher 190. Wow, 190 Euro. Na, 190 ist doch Wahnsinn. Ich meine, wir machen das aus Spaß an der Freude. Ja, weil wir euch das weitergeben wollen. Genau. Dann bist du bereit, dann reserviere jetzt deinen Platz. Genau. Buche jetzt. Buche jetzt. Schreib uns eine E-Mail. Geh auf unsere Homepage. Genau. Wunscherfüllungsseminare.de und du bist dabei. Wir freuen uns auf dich und auf jeden, dem du davon erzählst. Brauch nicht zu lange mit dem Überlegen. Es sind, wie gesagt, nur 10 Leute. Genau, 3 sind schon gebucht. Und wir freuen uns auf dich. Genau. Sei dabei, bis bald. Ciao.